Ich will das jetzt gar nicht so als krasse psychische Störung darstellen. Ich glaube, jeder von uns ist einfach mal ein bisschen schizoid, dass er einfach mal Ruhe haben möchte. Ganz ehrlich, Jenny, sag mal ganz ehrlich, würdest du nicht ab und zu mal eine Runde spazieren gehen und deine Ruhe haben, ohne dass jemand anruft? Ja, deshalb lasse ich auch teilweise zwischendurch auch mal mein Handy zu Hause, dann hat man mal auch für seine 5 Minuten für sich selber. What check in? One man to ball here. Hey Leute, hier Unmens Torholz, seine beste Freundin. Der erzählt euch heute ein bisschen was über schizoide Persönlichkeitsstörung. What check in? One man und Jenny hier. Herzlich willkommen zu der schizoiden Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörung Deutsch. So, ihr habt sehr lange gewartet. Fast ein halbes Jahr. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich will Jenny dabei haben. Warum? Sie kennt mich seit 6 Jahren. Sie kennt mich in- und auswendig. Moment, ich muss die Kamera mal zoomen. Was ist eine schizoide Persönlichkeitsstörung? Boah, dieses Deutsch. Viele denken ja, ein Psychopath. Ich hätte Spaß daran, Leute zu verletzen. Nein, ist aber nicht so. Leute fühlen sich, die Persönlichkeitsstörung haben, die fühlen sich halt ängstlich, bedroht. Eigentlich heißt es ja auch immer, die haben keine Freunde, kann man aber von ihm nicht erzählen. Viele denken auch, weil es so ähnlich heißt, schizophren, dass man irgendwie Stimmen hört. Nein, tue ich nicht. Nur wenn ich zu viel gesoffen habe und ein Delirium tremens habe. War? Ja, damit kennen wir uns da aus. Damit kennen wir uns beide aus. Nein, schizoid bedeutet eigentlich, dass du so ein bisschen der Einzelgänger bist. Das ist auch der Grund, warum ich oft mit Beziehungen Schluss mache. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war das zweite Mal, als ich im Krankenhaus war mit Jenny. Und da ist sie zu mir gekommen, in der Raucherecke. Das sieht aus wie so eine Bushaltestelle. Da rauchen wir, trinken Kaffee ganz entspannt. Und da ist sie zu mir gekommen, meinte: Steven, warum bist du immer weg? Warum bist du nicht bei uns? Und das hat sie voll aufgeregt. Ja, schizoid. Ich bin ab und zu einfach. Das hat Kitira auch nicht verstanden. Ich bin einfach spazieren gegangen. Für mich alleine sein. So. So äußern sich dann auch die Symptome, weil sie sich dann auch, ich will jetzt nicht sagen bedroht fühlen, aber kommt auch halt Ich fühle mich, vor. also bei manchen, ja, es ist ja eine psychische Störung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich von überhaupt niemandem bedroht. Bei mir ist es halt einfach so, ich will das jetzt gar nicht so als krasse psychische Störung darstellen. Ich glaube, jeder von uns ist einfach mal ein bisschen schizoid, dass er einfach mal Ruhe haben möchte. Ganz ehrlich, Jenny, sag mal ganz ehrlich, würdest du nicht ab und zu mal eine Runde spazieren gehen und deine Ruhe haben, ohne dass jemand anruft? Ja, deshalb lasse ich auch teilweise zwischendurch auch mal mein Handy zu Hause, dann hat man mal auch für seine 5 Minuten für sich selber. Ja. Oder dass man dann auch mal zu Hause seine Ruhe hat. Das hat nichts damit zu tun, dass du Leute angreifst oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, Dass man einfach mal für sich alleine sein will. ja. Und viele von uns Suchtkranken kennen das ja dann aber auch, dass sie zum Beispiel, sorry Leute, dass du gerade auch im Zug, egal
auf was du gerade entzügig bist, ob es nun Alkohol ist oder irgendeine andere Droge. Aber die ziehen sich mehr zurück als nur über nur Action, nur Power, nur Leute um sich rum. Davon kann ich euch auch ein ganzes Märchen erzählen. Die B2 ist die, ich weiß gar nicht, wie ich sagen darf, die Suchtklinik. Und Ist eine psychiatrische Anstalt, ja. aber das hat auch allgemein, du kannst auch, ich trage zum Beispiel Morphiumpflaster, weil ich das teilweise sonst von den Schmerzen oder sowas auch nicht aushalten würde. Das ist einfach, im Allgemeinen sind psychiatrische Anstalten dafür da, um das einfach zu machen. Das Ding ist, das verlinke ich euch hier oben, meine Vergangenheit als Drogendealer. Ihr wisst, halb Kolumbianer, auch wenn ich nicht so aussehe. Halb Pole, halb Araber, halb Deutscher, was weiß ich, was noch in mir drin ein ist. halber Mann. Halb? Willst du ihn sehen oder was? Nein, Nee. Spaß. Nee, aber auf jeden Fall, wir alle sagen, der Alkoholentzug ist der schlimmste. Meine Mutter weiß, dass ich gemacht habe. Sie sagte, Gott, Kokain. Das ist Kinderkacke. Da kannst du ein, zwei Tage nicht schlafen. Und das Einzige, was du hast, ist Depressionen. Und das ist bei Alkohol beispielsweise auch so. Es gibt Tage, also die ersten 2 Tage sind die schlimmsten. Und Ja. dann hast du irgendwie Depressionen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dir ging es auch im Entzug richtig Als wir scheiße. in der psychiatrischen waren in Kaulsdorf, das eine hat manchmal auch nichts miteinander zu tun. Weil du hast die Schweißerei, du hast Kotzerei, du willst dann einfach mal für ein paar Stunden oder für 2 Tage deine Ruhe haben. Deshalb kriegst du meistens auch. Hat sich aber schon vieles gelockert, kriegst du einfach auch 3 Tage Bettruhe, bevor sie dir dann auf Ja. den Puffer gehen. Ich kann mich noch daran erinnern, ihr wisst ja, ich hatte den Krampfanfall, sie hatte auch einen, fällt mir da ein Zündchen. Nur, dass mir vorne die ganze Spitze fehlt, weil bei mir mussten sie sie abnehmen. Ich kann mich noch daran erinnern, da ich wollte dich fragen, ob du eine Rauchung gehen willst mit mir. Und da hingst du so auf dem Bett. Und ich dachte mir so, nee, die kleine Maus lässt du schlafen. Also ganz ehrlich. Hast du die ersten, sagen wir mal, 2 bis 4 Tage überstanden, geht's ja dann schon wieder auf bergauf. Aber wie gesagt, es gibt ja viele Leute, ich will hier keine Namen nennen, die machen sich ja über sowas lustig, wie beispielsweise Lungenkrebs, Suchtkrankheiten und schizoide Persönlichkeitsstörungen. Wisst ihr, dass alle meine Freunde sagen, die finden das total cool, dass Jenny und ich beste Freunde sind? Weil wir uns unterstützen. Ganz egal, ob Geld, ob Essen, ob jemand hat einen Rückfall, jemand hat keine Zigaretten oder so. Ja, man hilft sich aber untereinander. Ja. So wie er zu mir dann immer ins Krankenhaus kam, auf die Suchtstation, und mich besucht hat und Essen, Trinken, alles vorbeigebracht hat, würde ich das umgedreht für ihn genauso tun. Mit diesem fetten Reiserucksack, wa? Oh Gott, ey. Wir lieben vergessen. Ja, aber wenn er jetzt was brauchen würde oder so, weil er sich nicht traut rauszugehen oder weil er einfach seine Ruhe haben will,
würde ich ihn genauso unterstützen, wie er mich unterstützt. Das hat sie auch letztens gemacht. Da war ich drin wegen meinem Bauch. Ihr wisst ja, was passiert ist mit der Schlägerei. Dass das voll in die Leber ging und das ging dann nach hinten. Und ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe nichts genommen. Das Problem war nur, ich hatte keine Zigarillos. Ihr wisst ja, ich mag Zigaretten nicht so sehr und ich rauche ja immer Zigarillos. Und wer ist vorbeigekommen am Samstag? Den mit zwei Packen. Das ist halt so bei uns. Und Schizoid ist so. Probier das mal ein bisschen wissenschaftlicher zu erklären, obwohl ich kein Therapeut bin. Da steckt vieles dahinter. Ihr wisst alle, mein Leben war nicht sonderlich schön. Und ja. Aber ich. Ja, wir würden es aber trotzdem weiterhin unterstützen. Wie er jetzt mir heute zum Beispiel Essen und so, also Obst und sowas mitgebracht hat und Pudding und alles. Und wenn er das was bräuchte, dann würde ich für ihn genauso dann hinfahren. So, Freunde. Ich werde euch noch einen sehr interessanten Kanal verlinken. Und nur weil man nur Medikamente nimmt, heißt es das nicht, dass man gleich schizophren ist. Wer sagt denn, dass du schizophren bist? Ich meine es jetzt im Allgemeinen. Ja. Das Ding ist, sie hatte eine verkackte Operation. Meine Community weiß es. Sie hatte eine Hüft-OP und die Ärzte im UKW, das ist auch der Grund, warum du Krankenhäuser so magst, die haben total die Scheiße gebaut. Die Schrauben waren viel zu groß. 2 Jahre lang musste sie mit einem Rollator laufen. 2 Jahre lang, das müsst ihr euch mal vorstellen. Sieht sie aus wie 180? Ja, wenn ich ganz schlimme Phasen hatte, brauchte ich auch einen Rollstuhl und da hat er mich auch unterstützt. Ja. Oder wenn ich meine Krücken brauchte oder so. So. Ich werde das morgen für euch schneiden. Gegen 17 Uhr kommt's. Besucht mich auf Twitch. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was erzählen aus unserem Leben. Eure Jenny und euer One Man Two Balls. Over and out. Peace.